Hi, ich bin Sarah und wir trainieren heute zusammen unseren ganzen Körper mit diesem kleinen, aber feinen Trainingsgerät, mit dem Petsyball. Wenn du auch einen hast, dann schnapp ihn dir oder pump ihn dir auf, falls er das gerade nicht ist. Das ist so ein tolles Trainingsgerät. Das Workout wird circa 15 Minuten lang sein. Ich werde euch meine liebsten Übungen mit diesem Ball zeigen und wenn du mehr willst, machst du einfach 2 Runden und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ach so, das Intervall steht auf 45 Sekunden Power und 15 Sekunden Pause. In 15 Sekunden geht es los mit unserer ersten Übung. Wir starten ganz gemütlich und ganz klassisch im Stand mit einem Squat. Greif deinen Petsyball und du entscheidest jetzt, wie hoch du ihn führst. Los geht's. Setz dich auf deinen imaginären Stuhl nach hinten unten und squatte. Nimm deinen Arm mit nach oben, deine Arme, den Ball, wenn du hochkommst. Wenn dir das zu viel ist, kannst du das Ganze auch hier machen. Sekunden noch. Pause. Wir machen einen gekreuzten Ausfallschritt. Ich hoffe, die Kamera kann das jetzt hier einfangen. Nutzt die Pause zum Verschnaufen, zum Puls runterbringen. 3, 2, 3. Im Wechsel. Beide Fußspitzen zeigen parallel nach vorne. Du bleibst hier schön aufrecht im Oberkörper. Knie bleibt hinter der Fußspitze. Mit der Ausatmung kommst du tief. Einatmen hoch zur Mitte. Lösen. Wir machen direkt was für den Bauch. 3 Übungen. Gerade Bauchmuskeln. Das ist total gut, weil wir hier in die negative Position kommen, ohne dass es blöd ist für die Wirbelsäule, weil der Ball sich dem Rücken anpasst, beziehungsweise umgekehrt. Leg dich hin und mach jetzt hier einen Crunch. Zieh deinen Bauchnabel wirklich schön nach innen. Wer mehr will, nimmt die Arme lang nach oben, vergrößert dadurch den Hebel. Achtung, das ist jetzt hier kein Full-Sit-Up, ja? Du kommst nicht komplett nach oben, du kommst nur so hoch, dass du hier noch die Spannung im Bauch hast. Pause. Mach das, was dir gerade gut tut, setz dich hin oder bleib in der Position. Gleiche Übung, jetzt nur für die schrägen Bauchmuskeln, alles auf links. Ruhig mit langen Armen. Verschränk deine Hände ineinander. Nach links vorne rüberziehen. Los geht's. Gleich geschafft. Und die letzten 10 Sekunden bleib nochmal hier und pulsier schräg diagonal nach vorn. 2, 1. Pause, bevor es gleich weitergeht. Auf rechts. Komm in Position langsam. Und hier erstmal große Bewegung.
Ah, wir haben das Pulsieren vergessen. Schnell noch pulsieren. Wir nehmen die Pause über und pulsieren noch kurz. 3, komm. 2, 1. Und lösen. Sehr gut. Wir gehen in die Plank. Du kannst jederzeit zwischendurch in den Pausen was trinken. Plank auf dem Petsyball. Wichtig, schön stabilen Halt suchen. Ja? Also die Beine ruhig relativ weit nach außen stellen. Hier halten. Bauchnabel zieht nach innen. Wenn es gar nicht geht, kannst du auf die Knie runterkommen. Okay? Let's go. Lächeln, 13 Sekunden noch. So, es wird auch nochmal tricky. Wir probieren jetzt hier in dieser Position die Knie diagonal nach vorne zu ziehen. Das ist schon ordentlich was für die Chormuskulatur. Komm wieder in deine Position und jetzt hier wie so einen schrägen, diagonalen Mountain Climber. Ganz wichtig, du machst weiter, ich erzähle. Achte darauf, dass du hier jetzt nicht einklappst, ja, sondern auch hier. Schultern weg von den Ohren, drück dich hier aus dem Ball nach oben. Ganz, ganz wichtig. Bauchnabel zieht nach innen. Schön für die tiefe Bauchmuskulatur hier. Und durch das Wackeln, was hier auf jeden Fall gewollt ist, wird das Ganze natürlich noch mal intensiver. Tolle Core-Übung. Die letzten 5. Sehr gut, Pause. Jetzt ist der Rücken dran. Und zwar kannst du dann, wenn du willst, ich zeig's dir einmal kurz so, dich auch hinten mit deinen Füßen abstützen, damit du mehr Stabilität hast, falls du Angst hast, nach hinten wegzurutschen. Ansonsten 2 Varianten, entweder auf den Knien, hier rund und aufdrehen oder mehr, wer mehr will, auch hier wieder Füße schön breit aufstellen und aufrollen. Hier nach oben immer schön öffnen und rund ziehen, wenn du magst. Ausatmen beim Hochkommen, einatmen beim Runterkommen. Sehr gut. Wir kommen nochmal in den Stand hoch. Wir machen einen Ausfallschritt. Bei meinem ist jetzt richtig cool, ich kann den hier so seitlich greifen. Du kannst den aber auch einfach ganz normal seitlich festhalten. Linker Fuß geht zurück, rechter nach vorne. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Du kommst hier tief und wenn du magst, nimmst den Ball mit hoch beim Hochkommen. Oder lass ihn einfach hier, geht auch. Wichtig, Bauch ist fest, ja. Stell dir vor, hier unter der Decke zieht dich jemand nach oben. Bauchnabel zieht nach innen und dein Oberkörper ist möglichst aufrecht. Kannst du es auch andersrum machen, so rum. Wie es angenehmer ist für dich. Gleiches Bein bleibt vorne, gleiche Übung, wir pulsieren jetzt. Du kannst jetzt den Ball hier unten lassen. Komm wieder schön in Position. Je tiefer du gehst, desto intensiver wird das Ganze. Los geht's, komm hier tief und pulsier. Bauchnabel zieht nach innen. Komm ruhig ein Stück tiefer. Sehr gut, ich muss einmal kurz gucken, ob ich immer filme. Ja, tue ich. Sehr gut, ihr macht weiter. Sehr gut, sehr gut. Die letzten Sekunden laufen. Das ist hier, wenn man in Echtzeit filmt, ne? Pulsieren. Gleich geschafft, die letzten 9.
Schön tief. Komm, noch 2 Zentimeter tiefer. Und lösen. Mach eine kleine Trinkpause, bevor wir die gleichen beiden Übungen jetzt noch auf der anderen Seite machen. Rechts geht zurück. Und entweder so rum oder so rum, andersrum, wie du es lieber magst. So. Zwei noch. Eins. Pause und dann pulsieren wir. 11 Minuten haben wir schon. Jetzt sind nur noch 4 Übungen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich da ja auch gerne nochmal spontan was zu nehme. Rechts wieder zurück. Tiefster Punkt und pulsieren. Alles ist angespannt. Und du kommst so tief wie möglich im Lächeln und genießt. Hälfte hast du. Zehn. Gleich geschafft, komm noch mal tiefer. 3, 2, 1. Lösen. Wir gehen eine Etage tiefer in die Glute Bridge. Gerne noch mal einen schnellen Schluck trinken. Und dann komm fix runter, geht gleich weiter. So, die erste Übung ist total easy. Du rollst dich hier nur langsam Wirbel für Wirbel auf und Wirbel für Wirbel langsam runter. Das geht doch gut. Wir steigern uns gleich noch mit 2 richtig, richtig coolen Übungen. Hier oben, Pobacken zusammenkneifen, so das Knie, Hüft und Schulter eine ebene Linie bilden. Und langsam wieder abrollen, bis kurz bevor der Po den Boden berührt. Dann geht's wieder hoch. Zwei noch. Eins. Pause. Jetzt pass auf. Du bist jetzt in der Position, in der du gerade warst. Nur, dass deine Knie hier oben sind, das ist deine Ausgangsposition, also hier. Ja, also die Endposition von gerade ist die Ausgangsposition. Und du ziehst jetzt hier gleich den Ball zu dir ran, während du maximal deinen Po nach oben schiebst. Ich zeig dir, du machst automatisch mit. Let's go. Schieb den Po hoch. Das brennt ordentlich in der Oberschenkelrückseite. Ist ein bisschen Krampfgefahr. Und langsam wieder lösen. Zieh deinen Bauchnabel nach innen und genieße es. Sehr gut. Weitermachen. Spannung halten. Hoch den Po. Sehr gut, wir steigern das Ganze nochmal. Ich habe es angekündigt. Und zwar ziehst du jetzt wechselseitig ein Knie ran in dieser Position. Also hier. Und dann, also das ist dies wirklich, wow, voll die tolle Übung. Aber richtig gut mit dem Gegengewicht hier gegenhalten, ja? Also ranziehen und ran. Kontrolliert und langsam. Eieiei. Wenn es gar nicht geht, mach zwischendurch Pausen, lockere hier und steig dann wieder ein, okay? Weil die ist wirklich, wirklich anspruchsvoll, aber toll und effektiv vor allen Dingen.
2. Ach, wisst ihr was? Ich habe ja gesagt, ich wäre nicht Lara, wenn ich nicht noch spontan zwei Übungen, also eigentlich eine Übung, aber einmal links, einmal rechts für euch hätte. Die machen wir noch. Und dann habt ihr es geschafft. Komm in die Seite, auf die Seite. Und jetzt hier einfach nur heben und senken. Nackenfreundlicher ist es, wenn du hier deinen unteren Arm schön lang lässt, einfach den Kopf ablegst. Ich komme hoch, damit ihr mich besser seht. Und jetzt hier kraftvoll, ist auch eine schöne Übung für die Taille, für die Beine. Heben, Bauchnabel zieht nach innen. Du kannst dich hier mit deinem vorderen Arm abstützen. Los geht's, komm, 25 Sekunden noch. Versuche, bei mir ist gerade so ein bisschen das Becken gekippt, hast du vielleicht gesehen, dass das bei dir nicht passiert. Ups, wirklich einfach. Oh, jetzt rutscht mir der Ball weg. Und einmal Seitenwechsel, die letzte Minute für heute läuft schon. Dann hast du es geschafft. Hier wieder Arm lang, heben und senken, Bauchnabel zieht nach innen, Becken bleibt fest. Also ich schwitze. Sekunden. 10. 4. 3. 2. Sehr gut. Komm über die Seite langsam hoch. Setz dich gerne nochmal auf deinen Ball. Das ist nämlich auch ganz toll. Die Bandscheiben einfach ein bisschen federn und genießen. Lass nochmal deine Schultern kreisen. Ja, ich hoffe, du bist genauso ins Schwitzen gekommen wie ich. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Drück kurz Pause, trink nochmal einen Schluck, mach gerne eine zweite Runde. Dann hast du ein 34-Minuten-Workout, was hoffentlich ja, deine Muskeln zum Brennen bringt. Ich finde, dieses Trainingsgerät wird immer ganz gerne unterschätzt. Mach noch einen Cooldown, da findest du auch einige hier bei mir auf dem Profil. Lass einen Kommentar und Like da. Nee, wie heißt es? Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Workout.